So, meine lieben Leute, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge hier mit Dark Souls. Wir haben es tatsächlich geschafft und ich bin wirklich auch ein bisschen erleichtert, diesen dreiphasigen Kampf mit Ariandel und Friede, also Schattenfriede hat mich ja wahnsinnig gemacht, hinter mich zu bringen. Es ist vollbracht und jetzt haben wir ja nur noch zwei weitere Kleinigkeiten, den namenlosen König mit seinem Wetterdrachen und... ach ja, natürlich, das Spiel, das Hauptspiel abzuschließen und die Asche der ersten Flamme zu besiegen. Mal gucken. Euer Tipp war jedenfalls Gold wert. Es hat dann nachher geklappt mit beidhändigem Betrieb des Schwertes. Und jetzt überlege ich, was mache ich denn? Wie viel haben wir denn eigentlich noch? Achso, übrigens ist Folge 250. Schön, dass ihr noch dabei seid. Das ist die Jubiläumsfolge hier. Das wäre natürlich geil, wenn wir jetzt noch die Asche der ersten Flamme oder den anderen König legen in der Folge. Aber das glaube ich eher nicht. Dafür ist das viel zu harte Arbeit. So, wir wollten gucken, wie viel wir brauchen. Wir haben 72.000. Wenn wir jetzt die Seele von Friede auflösen, haben wir 92.000. Dann fehlen uns noch 15.000 ungefähr. Falsch abgebogen. Ach man, es ist auf. Hallo. So, ich wollte gucken, ob wir noch andere sehen. Wir haben tatsächlich keine anderen Seelen mehr gefunden, oder? Das gibt's doch gar nicht. Aber wir hatten ja mal eine ganze Menge Glut gekauft. Wenn wir die verkaufen, sind das hier jeweils 1000, glaube ich, ne, oder? Das heißt, wir könnten davon 15 wieder verkaufen. Das sollten wir dann auch tun. Okay, aber der Alten gebe ich die Seele jedenfalls nicht. Die wird aufgelöst. Außerdem wollte Friede ja auch gern, habe ich gelesen, in Jonsisi wollte ja gern verwesen, statt von der Flamme gerettet zu werden. Also werde ich ganz bestimmt nicht die Seele in den Rachen der Alten werfen. Darauf habe ich keinen Bock. So. Jetzt müssen wir leider. Oh, how may I be? Gucken, wie viel von der. Wir brauchen. Oh, jetzt habe ich es wieder vergessen. Ich bin so ein Trottel, ey. 15.000 habe ich gesagt, ne? Okay. Was sollen wir mit so viel Glut? Schon weh, ne? Wie viel wir dafür ausgegeben haben, um das zu kaufen. Aber ich habe jetzt keine Lust, noch grinden zu gehen. Ashen One. Nein. Be sure. Nein, lass mich. Be sure. Ich kann es auch nicht mehr hören. Ashen One. Link the, for the Lords of Sin. Link. Very well. Then Tokhek. Then Tokhek Nock. Was ergibt jetzt Sinn? Das macht einfach nur mehr Punkte, mehr Fokuspunkte, ne? Vielleicht können wir damit einmal mehr unser Schwert machen. Obwohl, das war eigentlich nie das Problem, oder? Wenn man ehrlich ist. Wenn überhaupt, dann war vielleicht sowas wie Kondition oder Ausdauer war halt einfach das Problem. Dann, mache ich das dann nochmal. Wahrscheinlich habe ich jetzt wieder irgendwas Wichtiges vergessen. Ashen One. Was sagt ein Patches oben? Wie kann man da nochmal hin? Über den Aufgang, ne? Es ist ja auch irgendwie ehrenrührig, dass ich in diesem großen Turm außerhalb, dass ich das nicht geschafft habe, diese eine Seele auf dem Sarg einzufangen. Vielleicht muss ich einfach doch mal YouTube-Videos spicken, denn ihr wisst ja, ich spiele das hier total blind. Ich habe zwar mal... meinetwegen Speedruns gesehen oder auch Let's Plays von anderen, aber ich weiß immer nicht, was man dann tun soll und scheue mich davor, das halt auch zu spicken. Ich will es ja selber erleben. Und er hier mit seinem Russensitz ist halt auch wirklich die Pest. Oh, hello again. Can't resist it, can you? Ja.
can't find anything you like. Nö. Das ist auch wirklich so eine alberne Prankfigur. Ja, und dann haben einige irgendwie geschrieben, dass sie, also ich habe das auch letztens in einem, ich glaube, was irgendwie bei Game 2 oder was, dass man das so witzig findet, dass der einem sein eigenes Verhalten vor Augen hält und so. Aber es ist halt ein bisschen albern in einem Spiel, das so angelegt ist, dann dem Spieler vorzuwerfen, dass man sich entlang der Spielregeln bewegt. Das, was heißt vorzuwerfen, aber eine Figur reinzubauen, die als Prank erzählt, dass man sich gemäß der Spielregeln verhält, ist schon ein klein wenig doof, finde ich. Gut. Was sagt denn der Alte noch? Ah, they... I am pleased to have a pupil as dedicated as... I cannot accept this. This pyromancy tome is dark and delves into the depths of men where an untouchable flame resides. Ich weiß ja auch immer nicht, ob das gut ist, wenn man das der anderen gibt. Ich meine, wir haben ja sie befreit hier, die Hexe, die in den Kerkern saß. Man könnte ihr das jetzt ja geben, ne? Ah, hello there. This truly is all I have. Detestable sorceries that delve into the darkness of man. Nö. Vielleicht, wenn ich in 20 Jahren noch mal Bock habe, das Spiel zu spielen, dann werde ich das sicher tun und auch noch mal den schwarzen Pfad ausprobieren. Aber ich weiß nicht, ob mir das jetzt sozusagen das Ende versaut. Well met, Asher. How? So, meine Lieben. Den hier, mit den Jungs könnte man jetzt nichts machen. Ne? Das heißt, wir können uns jetzt überlegen, wohin wir als nächstes reisen. Wir können ja zum Jubiläum nochmal zum namenlosen König. Oder wir heben uns den fürs Ende auf. Ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass ich den schaffen kann. Aber wir können ja jetzt erstmal uns um die erste Asche der ersten Flamme kümmern. Ich hoffe, ich sage das richtig. Das wird ja mit Sicherheit wieder sehr frustrierend werden. Oh Gott, wo war sie denn überhaupt? Genau. Der Ofen der ersten Flamme, genau so hieß das. Und hier ging es in das Addon, ne? Das war... Da ging es ja in die Ring City. Schon krass, was man hier alles hinter sich gebracht hat. Allerdings ist es halt wirklich so, dass mir die Zusammenhänge fehlen. Dass das alles nur Fanservice ist, ich kann mir gar nicht vorstellen, dass das dann halt von From Software wirklich so gemeint ist, dass halt man die anderen Spiele alle gespielt haben muss und alle DLCs und die Hintergründe zu verstehen, weil ich kann mir kaum vorstellen, dass man aus dem Stegreif heraus, ohne tausende Wikis und Videos, überhaupt die verschwurbelte Geschichte der anderen kennenlernen würde oder verstehen würde. Gut, das wird sicher sehr unangenehm. Wir probieren es mal wieder mit dem weiteren Set. So, ich weiß auch gar nicht mehr. Oh, das stürmt ja aber gleich noch hinzu, ne? So, er war sehr langsam unterwegs mit seinem Angriff, okay. Okay, dagegen kann man nichts tun. Das ist nicht gut. Oh nein! Okay. Jetzt kommt er in eine zweite Phase oder so, ne? Oh, scheiße.
Ausdauer fehlt mir. Oh, ich habe ja Blut auch noch an. Geh mir nicht auf den Sack, Junge. Oh nein, was macht er jetzt? Huch, wieso ist er abvisiert? Oh nein, jetzt kommt das mit der Lanze, ne? Oh, da konnte ich ja nicht. Da konnte ich ja nicht mal vorbeirollen, verdammt! Nein, das war ja auch wieder das mit mehreren Phasen, verdammt. Scheiße, ich kann nicht. Ah, ich komme nicht hin, ich weiß gar nicht, was ich mache. Scheiße, sag mal, wie kommt man denn da dazwischen, bitte? Das ist hart, das ist einfach zu hart. Ach scheiße, Mann. Aber dieser Bullshit mit den mehreren Phasen ist halt auch wirklich, man freut sich dann, dass der Balken weg ist und dann kriegt man die nächste Phase selber. Das ist doch kacke, Leute. Was ist denn eigentlich mit meinem Sound immer? Irgendwas stimmt hier wieder nicht. Erst was die Grafikkarte. Nein. Immer Gejammer von Herrn Leuten, ne? Genau. Gut. Naja, Folge 250 muss ja auch irgendwas Besonderes sein. Und lange genug habe ich es herausgezögert. Ich sehe auch nicht, dass wir das in dieser Folge schaffen. Es ist halt einfach so diese endlos verketteten Angriffe. Ich weiß immer nicht, wo man dazwischen gehen muss. Wie bei Friede. Wann muss man ihn austoben lassen? Die verlieren ja auch eigentlich, glaube ich, keine Ausdauer, ne? Und wann muss man zuschlagen? Das ist mir ein Rätsel. Woran man das erkennt. Gut. Da ist die Flamme ja auch bescheuert. Ne? Ein Krummsäbel? Ach, er macht ja immer andere Sachen, ne? Nein, die Giftscheiße! Hä? Oh nein, da fehlt wieder ein Millimeter. Ach, verdammt nochmal. Hm, okay. Wieso kann man den denn nicht treffen? Was ist denn das für ein Scheißdreck? Wir sind doch schon in der zweiten Phase, oder? Ja, aber nicht lange.
soll man denn dagegen tun, ey? Was sie wohl nicht alle eben. Ach komm. Das ist doch nicht zu... Ja, du bist schon ein geiler Typ. Wehe, du hast auch drei Phasen, ey. Boah, Alter. Warum macht er eigentlich so viele unterschiedliche Dinge? Ist das random oder was? Ich weiß nicht. Das kommt mir so vor. Also, hat er nicht davor einen Speer gemacht und gar keinen Krummsäbel? Und sind es jeweils... Also sind das jeweils Aufzeichnungen anderer Spieler, gegen die man da antritt? Oder... Oder... Naja. Dark Souls mag ja nichts erklären. Alles gut. Das ist ja toll. Ich kriege also immer einen in die Fresse bei dem Angriff. Weil kommt ja auch nicht mal ins Wanken. Ne? Ach, Junge. Nein, wie geht das daneben? Ich hasse das immer, wenn das daneben schlägt. Ey. Soll der Hampelkram, blöder Affe. Na doch. Oh, jetzt hat er wieder eine Lanze. Oh, sag mal! Wirklich, das ist so scheiße, wenn du keine Palette hast und nichts dazwischen hast. Sauer. Ach Mist. Was für ein blödsinniger Quatsch, dass man da nicht reinkommt, ey. Worden von den Dingern. Von den Attacken. Scheiße. Was? Ach, nicht schon wieder so ein Kackmüll. Nein!
Alter, ich gehe rein. Alter. Ich brauchte mal einen großen Schluck gerade. Okay. Keine Ahnung, woran es liegt. Aber wir haben tatsächlich den Fürsten der ersten Flamme erledigt. Oder wie das hieß. Das gibt's ja nicht. Wenn das nicht eine... Oh. Was bedeutet das? Wenn das nicht eine gelungene 250. Folge ist, oder? Mit einem kleinen Dreckflecken auf der weißen Weste, nämlich dem Sturmkönig bzw. namenlosen König. Aber dem werden wir uns dann halt die nächsten Folgen annähern. Und es zumindest noch mal ein bisschen probieren. Das heißt ja aber auch, dass ich jetzt gleich zwei neue Let's Plays vorbereiten muss. Nämlich Elden Ring, der ja, das ja sozusagen immer mein Ziel war, weil meine Frau mir das vor 2,5 Jahren oder so mal geschenkt hat. Während wir jetzt hier uns langsam annähern, habe ich gedacht, das ist eine gute Vorbereitung. Und dann sehen wir halt, welche Unterschiede es da gibt. Und das andere ist ja, dass bei The Division, dass The Division 1, also bei dieser Reihe Kleines Erben, wo es darum geht, wie Politik, Gesellschaft und Geschichte so dargestellt sind in Tom Clancy Spielen, dass ich dann mit The Division 2 mal weitermachen will. Und dass das ja auch bedeutet, dass ich das vorbereiten muss, ein bisschen Text runterschreiben muss und das Video. Ja, aber was bedeutet das jetzt, die erste Flamme binden? Das war ja eigentlich unser Auftrag, oder? Sollen wir das tun? Ist das richtig? Oder ist das falsch? Ich weiß es nicht. Okay, wir machen es jetzt einfach, oder? Okay. Thank you.
Die zweite Reise im aktuellen Zustand beginnen? Will nicht die zweite, ich will ja noch den Sturmkönig erledigen. Das war jetzt vielleicht falsch. Okay, ich wollte da eben nicht in diese geniale Musik reinquatschen. Die fand ich echt berührend. Es ist halt so ein bisschen... Kennt ihr das, wenn man sehr lange mit jemandem zusammen war und das funktioniert einfach nicht mehr? Und man ist eigentlich traurig darüber, dass es nicht klappt und man gehen muss und dass man sich trennen muss. Aber es hat halt auch so ein gewisses Aufbruchsgefühl, eine gewisse Erleichterung auch dabei und eine gewisse Vorfreude auf das, was jetzt noch kommt. Das ist exakt das, was ich gerade fühle. Das war nicht ganz einfach hier, dieses Verhältnis mit Dark Souls. Und es kommen ja auch noch ein paar Sachen wie der namenlose King, den König, den will ich auf jeden Fall nochmal probieren. Aber auch dieser Abspann hat einen dann so seltsam berührt und belohnt. Ich muss darüber wirklich mal nachdenken, über diese Erfahrung, die mir hier mit euch zusammen zuteil wurde. Ich danke euch sehr, dass ihr mich so unfassbar hier durchgetragen habt. Ihr seid echt Carries gewesen, ohne dass ihr als NPCs mit in der Schlacht war. Denn bei manchen Gegnern wäre ich auf die eigentlichen Lösungen ohne euch gar nicht gekommen. Das muss ich auch wirklich zugeben. Was ich vielleicht als Fazit sagen will im Verhältnis zu den anderen, ich habe es schon zwischendurch mehrfach gesagt, aber vielleicht als Abschluss hier. Ich finde, die Gegner sind viel, viel besser designt als bei anderen vergleichbaren Souls-like-Versuchen. Jetzt ist das schon wieder hier rausgewechselt. Ey, irgendwas stimmt mit den Kopfhörern nicht. Ach, ist das nervig. Das ist nicht immer im Kreis geflogen jetzt. Keine Ahnung, was das ist. Ich wollte gerade eigentlich ein Fazit sagen, nachdem ich die Technik wieder verlassen hat hier. Es gibt vieles, was ihr euch, finde ich, schön redet, wie zum Beispiel das Level-Design, Kanten. Gerade wenn man Pfeil und Bogen spielt, ihr kennt das Gezeter von mir über die Pfeile, die einen Meter neben der Säule in der Luft stecken bleiben. Wo man halt einfach nicht gedacht hat, okay, da wird ja niemand rankommen, lass uns unten die Säule designen. Man merkt so ein bisschen, dass das Level-Design, sagen wir mal, rough ist. Und die Welt ist für mich überhaupt nicht erschließbar. Also für jemanden, der als Anfänger reinkommt, die anderen Spiele waren natürlich auch irgendwie ein bisschen linearer, finde ich. Also Lords of the Fallen war verschwurbelt, hatte am Ende eine Auflösung, falls ihr euch das Let's Play noch angucken wollt, wie dann, dass das eigentlich völlig egal war, was man vorher gemacht hat und dass das, man kann sie jetzt auch in einer anderen Variante nochmal spielen. Wir haben dann ja ein bisschen in das New Game Plus reingespielt und wir haben in Jedi Fallen Order gesehen, wie das halt funktioniert, wenn man halt eine, eigentlich finde ich, ziemlich coole Star Wars Geschichte, wenn, also aus meiner Sicht eine bessere als die der letzten drei Filme, durcherzählt und dann auch wirklich die Orte erklärt, dass man versteht, was da passiert. Ich muss zugeben, hätte ich euch nicht gehabt, hätte ich erstens schon lange die Kämpfe aufgegeben, aber zweitens halt auch, ich hätte überhaupt nicht begriffen, also ich weiß jetzt noch so gut wie nix über diese Welt. Und das ist so schade, ich verstehe halt auch diesen Ansatz überhaupt nicht. Es muss ja nicht alles linear durcherzählt werden und nicht alles mit ausführlichen Büchertexten oder Zwischensequenzen. Das machen ja auch viele andere Spiele besser, aber dass man wirklich nur so verschwurbelte Fragmente hat, die einem einfach nur auffordern, in Wikis zu gucken, wo dann andere die Inhalte zusammentragen, finde ich eine merkwürdige Designentscheidung, muss ich wirklich sagen. Ich komme damit einfach überhaupt nicht klar, dass ich nicht weiß, warum ich hier bin. Ja, dann heißt es in der Lost Souls, ja, ist ja alles verloren und man soll ja auch gar nicht alles verstehen. Ja, also man kann auch wirklich für jedes Design-Flaw kann man irgendwie eine Entschuldigung finden. Ich finde allerdings auf jeden Fall, und ich glaube, das wird mich sicher auch nochmal in den nächsten Jahren packen, nochmal zu spielen. Weil diese ganzen, also zum Beispiel als Magier zu spielen oder halt auch ihr die Augen wieder zurückzugeben, ich hätte wirklich gern gesehen, was passiert. Oder das Ende ist ja jetzt, dass wir die Flamme gebunden haben, auch wenn ich überhaupt nicht verstehe, was das bedeutet. Weil eigentlich sind wir dann ja jetzt sozusagen die letzte Flamme und müssten ja eigentlich da unten den Kram neu entfachen, aber es passiert hier irgendwie gerade nichts. Vielleicht muss ich da rangehen, um das zu tun. Aber auch das Ende, wenn man sie nicht anzündet, so. Die Flamme bindet.
was genau bedeutet das dann? Es kann zwar ein schöner Abspann, aber es ist jetzt nicht so, dass halt sozusagen das Zeitalter der Untoten beendet ist, denn ich bin offensichtlich noch da und eine normale Welt wieder entsteht oder sowas. Hm. Gut, aber vielleicht werde ich halt irgendwann auch noch mit Dark Souls Remastered spielen oder so. Das Ziel ist jetzt tatsächlich aber auf jeden Fall Elden Ring dann als nächstes zu spielen, weil ich darauf schon so lange hinarbeite. Und dann Demon's Souls vielleicht auch nochmal, aber ich habe halt keine Capture Card für die PlayStation. Das ist halt ein bisschen ärgerlich. Mal gucken, wie wir das machen. Vielleicht habe ich sie da dann. Wenn Elden Ring ist mir nicht austreibt. Und das würde ich halt schon gerne noch sehen. Und den Sturm könnte ich auf jeden Fall auch. Ich weiß nicht, was sagt sie jetzt einfach? Ashen One, for the Lords of Cinder, for the Ashen Prisoners, for all those held to preserve the fire. Link the first flame. Ashen One. Ich weiß, ihr mögt diese Spieltüte, aber das ist doch jetzt auch Kacke. Ich habe es ja getan und jetzt antwortet sie mir, ich soll bitte die erste Flamme binden. Ach, wenigstens ein anderer Text, wenigstens zwei Zeilen. Hier nochmal unser Einkaufsladen. So, wir müssen ja nochmal gucken. Sonnenlichtspeer. Schleudert Sonnenlichtspeere und wir brauchen 40 Glaube. Ja, okay. Also vielleicht beim nächsten Mal, dass ich das spiele, dass ich dann einen Glaube-Magie-Pfad einschlage. Obwohl ich da auch schon gehört habe, dass das overpowered sein soll oder so. Naja, gut. Man muss ja auch nicht alles glauben, was man so hört. Wunder von Gwyn, dem ersten Fürst, schleudert einen Sonnenlichtspeer. Ach was. Die Geschichten von Gwyns Erzdrachenjagd beschreiben den Beginn des Zeitalters des Feuers. Okay. Sind nicht immer zwei Dinge? Fürsten. Ach, hier ist noch was. Die Aschefürsten bannen die erste Flamme und dieses Großschwert wurde von ihrer gottgleichen Manifestation geführt. Das gewundene Schwert wurde im Leuchtfeuer gefunden. Es existierte schon lange vor den thronlosen Fürsten. Fertigkeit Glut. Die vergehende Flamme leuchtet kurz auf und springt vorwärts. Lass uns das doch nochmal kaufen, oder? Oh nein, ich falle. Ach, ich immer mit meiner, dass ich das mit der Steuerung nicht hinkriege. So. Gut, dass wir auch so viel investiert hatten in die Glut, ne? Dann konnten wir nochmal steigern vor dem letzten Kampf. So, wo ist denn jetzt das Schwert? Riesiges goldverziertes Krummschwert, geführt von den Kriegern der Harald-Legion, während sie die finstere Seele suchten. Das Schwert fiel zusammen mit der Leiche seines Besitzers in die Finsternis, wo die Klinge stark rostete. Fertigkeit abtrennen. Fertigkeit, ach, das war dieser Move, führt die Klinge beidhändig und schlägt wiederholt auf die Beine des Gegners ein. Okay. 85.000. Ja, ich bin mir nicht so sicher, ob das jetzt sich lohnt, nochmal irgendwie eine Stufe zu steigern, irgendwas. Also letztes Mal war es ja auch so, dass mir einfach immer die Ausdauer ausgeht. Aber gut, vielleicht sollten wir das einfach in der nächsten Folge machen. Just good to see what needs smithing this day. What needs smithing? Was muss man denn machen, um diese Klinge aufzumotzen? Wo ist sie denn jetzt? Die Attribute klingen doch schon mal gut. Hm, aber so richtig besser wird es hier mit 10 nicht, ne? Jetzt kann man sie natürlich, ach, jetzt kann man sie ja nur noch durchwirken.
Was kann man denn jetzt noch mit der machen? Da. Attribute 10. Also wirkt jetzt auf mich nicht so, als wäre das besonders geil für uns. Okay, wir haben einen schweren Edelstein. Der macht das Ganze auch stärker. Der scharfe Edelstein macht es wieder auf. Moment, ist es schon scharf oder was bedeutet das? Ach, uns fehlt ein scharfer Edelstein. Ach, kommt, ist nicht euer Ernst jetzt. Alles haben wir, aber in zehnfacher Ausführung, aber keinen scharfen Edelstein. Okay. Das macht uns ein schlechterer Haken. Warum? Der macht auch Intelligenz. Blutung. Insgesamt schlechter. Keine Ahnung, was ist so Dunkelschaden. Ja, da brauche ich auch wieder Glaube und Intelligenz für. Ich glaube, das gucken wir uns in der nächsten Folge lieber nochmal genauer an, bevor ich hier Scheiß baue. Aber wieso haben wir ausgerechnet keinen scharfen Edelstein? Das gibt's doch nicht. Können wir einen scharfen Edelstein bei der Tante noch kaufen? Denn das wäre ja das, was mit Geschicklichkeit unseren Attributen am besten entgegenkommt. Auch wenn es witzigerweise Stärke dann senkt, ne? Aber wir können natürlich auch ein Stärke-Schwert uns noch bauen. Mal gucken, wie das so funzt. Gut, liebe Leute, ich denke, das reicht für heute. Das war eine coole 250. Folge. Ihr seht mich mal zufrieden und nicht meckerig verstört. Dann bleibt schön neugierig und wir sehen uns bei der nächsten Folge. Macht's gut und bis dahin. Ciao.